Fünf Situationen, die Menschen ohne Behinderung nie erleben. Eigentlich wollte ich gar nicht über die Straße. Ach, seien Sie mal nicht so schüchtern. Ich helfe gern. Ach, im Ernst? Du bist gehörlos? Wie geil! Dann kannst du doch bestimmt bei der hübschen Blonden da die Lippen lesen und rausfinden, was sie über mich denkt. Na, so gut hätte ich's auch gerne mal. Ja, toll. Gehen Sie ganz alleine einkaufen. Das bewundere ich ja. Was für eine Inspiration. Da merkt man erst, wie gut es einem selbst geht. Entschuldigung? Ja bitte? Dürfte ich Ihnen vielleicht eine Frage stellen? Oh, na toll. Jetzt kommt natürlich wieder der übliche Kram. Schlafen Sie auch im Rollstuhl? Tut das weh, wenn man sich als Rollifahrer den Zeh stößt? Haben Sie eigentlich Sex? Statt dass man mal die wirklich wichtigen Fragen stellt, denken Sie, dass man den Zugang auch in Geschäften und Kneipen barrierefreier machen sollte? Oder ganz simpel, wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen? Einfach mal fragen auf Augenhöhe. Natürlich. Also, sind Sie jetzt ein Rollstuhlfahrer im Fahrstuhl oder ein Fahrstuhlfahrer im Rollstuhl? Nur gemeinsam geht es. Menschen mit und ohne Behinderung. Begegnet einander. Wie können wir Inklusion wirklich umsetzen? Diskutiert in den Kommentaren. Inklusion! Inklusion! Wollen wir? Kriegen wir? Haben wir sie schon? Inklusion! Inklusion! Du sagst mir schon!